Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil hier in der Küche läuft schon die Waschmaschine, der Geschirrspüler ist gerade durch, irgendwie ein bisschen geräuschvoller gerade. Ich bin so müde. Wir haben es jetzt 6:30 um den Dreh. Ich mache jetzt die Brotdosen der Kinder und dann mache ich mir einen Kaffee und dann wachen die Kinder entweder gleich von selber auf oder ich wecke sie gleich. Immer wieder heute Dienstag, morgens Feiertag. Ich habe frei. Ich bin halt Spätschicht. Also heute. Und da stehen noch ein paar Sachen auf dem Zettel, auf der To-Do-Liste. Und ja, ich nehme euch wieder mit durch unseren Tag. So, jetzt gucken wir mal, was die Kinder hier mitnehmen können. Himbeeren, Weintrauben. Ich muss auch heute noch ein bisschen was einkaufen. Gurke. Ja, gucken wir mal, was wir noch finden. Die wollen auch reingelassen werden. Guten Morgen. Cappuccino ist jetzt auch fertig, weil die Brotdosen auch gefüllt sind. Ja, bei Mila ein kleines Laugenbrötchen, Käseschnecke, Weintrauben, Himbeeren, Apfelgurke und ja, so eine kleine Nussmischung. Dann hat sie hier noch daneben ihre kleine Snack-Brotdose. Also mit so ein paar Knabber-Snacks trinken. Und bei Yari auch Laugenbrötchen, so ein paar Knabberschildkröten, Apfel, diese luftgetrockneten oder nee, gefriergetrockneten Erdbeeren und auch Nüsse. Und ja, die isst er auf jeden Fall richtig, richtig gern. Ansonsten isst Yari echt wenig, muss ich sagen, an Obst und Gemüse. Also da isst Mila deutlich mehr. Wir bieten halt weiter an, aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Aber ja, bei Mila kam das aber auch mehr mit dem Alter wieder, dass sie wieder mehr probiert hat und mehr gegessen hat. Ich habe jetzt aber gelesen, dass diese gefriergetrockneten Früchte, dass die quasi genauso viel Vitamine und Mineralstoffe und alles enthalten wie halt frisches Obst. Das war mir gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Und dass dieses Obst, also dieses gefriergetrocknete Obst auch dazu zählt, wenn man sagt ja mal 5 am Tag, ne? Also irgendwie Obst und Gemüse. Und wenn man die isst, dass das auch dazu zählt, laut Zentrale, Bundeszentrale für Ernährung oder Gesundheit oder ich weiß nicht. Habe ich letztens gelesen. War nicht spannend. Hose, T-Shirt. Anton und der Märchenhund haben wir mal zur Hälfte gelesen. Mila überlegt, ob sie eins von den Büchern heute zur Lesestunde in die Kita mitnimmt. Müssen wir gleich mal gucken, Mila. Aber da wäre nur eins. Guck mal, Maxi nimmt bestimmt das Spidey wieder mit. Na, habe ich auch was Spidey mitgenommen. Ja, das ist gut. Das ist eine richtig gute Idee. Ja, Spidey Süßen habe ich den ganzen Spidey. Doch, das hattest du noch nie mit im Kindergarten. Dann nimmst du das halt mit, das ist doch super. Doch, ich habe das schon mal mit. Echt? Ja. Oh. Da warst du auf der Arbeit und Papa hat mich hingebracht. Und da hatte ich mich das ausgesucht. Verstehe. So wie dein Roboter. So wie dein Roboter, bieb, 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 bieb. Sie geht aber auch ein Pinguin. Ein Pinguin watschelt auch so, ne? Den Pullover, der ist noch sauber. Pullover. Guck mal, eigentlich können wir hier, haben wir alles. Pullover, T-Shirt, Hose. Einen anderen Pullover. Einen anderen Pullover. Was willst du denn für einen Pullover? Dieser ist mit Kapuze. Oder leider können wir nur den nehmen. Ja, ich weiß, dass du den so gerne magst, aber der ist zu klein, Schatz. Ja. Den muss man mal aussortieren. Holst du schon mal deine Turnschuhe raus, Yari? Ja. Super. Mila ist in der Schule, Yari im Kindergarten. Das klappt mit Yari momentan auch richtig gut mit Kindergarten. Sonst war oft so die Trennung immer noch so ein bisschen schwierig. Aber jetzt hat er da richtig so seine Freunde und wenn die sich sehen, dann sagt er mir gerade nochmal eben schnell Tschüss und dann ist er weg. So, AirPods habe ich. Kann ich mich gleich entspannt während der Runde mit Bruno meine Sprachnachrichten abhören. Und ja, dann geht es jetzt gleich hier im Haushalt weiter. Wobei, vielleicht mache ich gleich auch erst Einkauf. Muss ich gleich mal unterwegs mir überlegen, in welcher Reihenfolge ich hier was mache heute. Bruni ist hier auf jeden Fall startklar und seine Wunde auf der Nase sieht wieder so, so schlimm aus. Er hat das ja schon mal und jetzt hat das wieder, ne? Das sieht so übel aus. Wir sind jetzt hier am Creme und Desinfizieren und ich habe jetzt nochmal was anderes bestellt, was mir von anderen Hundebesitzern empfohlen wurde.
Und ich habe da Hoffnung, dass das vielleicht wirkt. Ja. Ja, Pony. Unser kleiner Opi hier, ne? Ich bin mit Bruno wieder rein und die HelloFresh-Box stand auch vor der Tür. Wir nutzen das ja seit Jahren immer wieder, also mit Pausen. Und ich merke immer wieder, wie entspannt das ist, wenn wir eine HelloFresh-Box bekommen. Ich packe die mal eben schnell aus. Diese zwei Gerichte haben wir ausgesucht. Einmal malaysische Laksa mit krossem Katsu. Ich weiß nicht, ich finde das klang so gut. Und dann haben wir aber auch noch ein veganes Gericht, veganes Pulled in Barbecue-Marinade auf Ofenkartoffel. Das wird es heute definitiv geben. Das sieht so gut aus. Falls ihr HelloFresh noch nicht kennen solltet, HelloFresh liefert euch Kochboxen. Ihr könnt aus wirklich bis zu 30 Rezepten pro Woche auswählen. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei Gerichte, ihr könnt aber auch mehr auswählen. Ihr könnt für zwei Personen auswählen, für vier, je nachdem wie groß eure Familie ist. Es gibt auch wirklich familienfreundliche Gerichte. Das hatten wir denn letzte Woche. Da war auch so ein familienfreundliches Gericht bei. Steht dann auch immer bei der Kategorie quasi dabei, ob das irgendwie besonders eiweißreich ist oder familienfreundlich, also gibt es verschiedene Sachen und wirklich, wie gesagt, von vegan, vegetarisch, mit Fleisch, mit Fisch, ihr habt die große Auswahl. Das vegane Gericht werde ich jetzt gleich mal vorbereiten, dann kann Julian das nämlich auch mit zur Arbeit nehmen, der hat ja Spätschicht, aber es ist, wie gesagt, so viel stressfreier, wenn wir die HelloFresh-Box bekommen, weil ich mir zum einen keine Gedanken drüber machen muss, okay, was essen wir 7 Tage lang, also einen Essensplan irgendwie erstellen muss, weil ich weiß, okay, an 2 Tagen haben wir das HelloFresh-Gericht. Und ich auch einfach den entsprechenden Einkauf nicht machen muss. Ich finde es nicht stressiger, als einkaufen zu gehen, muss ich sagen. Ich habe es heute noch vor, ne? Aber 2 Gerichte haben wir auf jeden Fall hier schon mal. Vom Gemüse bis zu den Soßen oder Hefeflocken oder anderen Gewürzen ist halt alles dabei. Hier ist noch Senf drin. Also wirklich portionsgenau kann man dann eben das Gericht zubereiten. Sorgt bei uns auch dafür, dass wir weniger Lebensmittel wegschmeißen, weil es, wie gesagt, grammgenau quasi zu euch kommt. Ja, finde ich auf jeden Fall auch noch ein großer Pluspunkt. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier anfangen. Mit den Kartoschkas hier. Alles soweit vorbereitet. Ich finde, das sieht auch so gut aus und es riecht auch sehr gut. Kartoffeln habe ich gerade rausgeholt. Die sind auch fertig. Die sollen jetzt umgedreht werden. Und dann kommt da gleich der Dip drauf. Also dieser hier. Und dann werden die ein bisschen zerdrückt. Die sind richtig gut geworden. Unser Essen ist fertig. Ich habe es jetzt schon mal auf die Teller gepackt. Nachher dann nur noch den Salat dazu und das Dressing oben drüber, den Dip. Die Portion für Jürgen für die Arbeit ist auch fertig. Das ging jetzt hier ohne Stress und richtig flotti mal eben. Einfach weil wir alles da hatten, es klar war, okay, das Gericht wird's. Liebe ich, so haben wir jetzt genügend Zeit, noch unsere anderen To-Dos hier zu erledigen. Und falls ihr auch mal HelloFresh ausprobieren möchtet, könnt ihr das mit Hello Swalala gerne machen. Damit könnt ihr bis zu 120 Euro sparen. Und aktuell gibt es auch noch eine zusätzliche Aktion, wo ihr dann ein Jahr lang zu jeder Box einen Gratis-Snack oder ein Dessert bekommt. Also wie die zum Beispiel hier Panna Cotta, was wir jetzt gerade hier haben, gibt es dann für euch gratis dazu. Rabattcode, alles eingeblendet. Ich setze euch aber auch nochmal alle Infos und den Link in die Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ihr könnt auch jederzeit pausieren. Also ihr müsst nicht jede Woche euch eine Box zuschicken lassen. Aber ja, ich finde das zeitweise super stressig, gerade wenn man einfach beruflich und mit Kindern so eingebunden ist oder einfach so planlos ist wie wir manchmal und einem so ein bisschen die Ideen fehlen, was man kochen möchte. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. So, und uns geht es jetzt hier weiter im Programm. Wir fahren jetzt zum Bauhaus. Wir wollen nämlich gucken, ob wir für unser Trampolin solche speziellen Kunststoffschraubensteckteile kriegen. Die sind nämlich durch das ständige Wieder-Rausziehen beim Abbau halt mittlerweile echt so
ja, zerbrochen oder verbogen. Und ja, letzte Hoffnung ist jetzt irgendwie, dass man die da im Bauhaus findet, weil über den Hersteller kann ich online gar nichts finden. Und was wollen wir noch? Gas. Gasflaschen abgeben und eine neue holen, wenn wir morgen grillen wollen. Und vielleicht nochmal Grassaat. Grassamen. Ja. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Aber richtige Grassamen für den Garten, ne? Ja. Wir sind schon wieder zurück. Hat sich gerade gar nicht ergeben, da irgendwo im Bauhaus zu filmen. Es war unfassbar voll, aber wer hätte es erwartet vom Feiertag? Alle wollen Gas zum Grillen oder Blumen kaufen oder weiß ich nicht, was alles gekauft wurde. Ja, wir haben auf jeden Fall diese Teile fürs Trampolin nicht bekommen. Ja, wir überlegen jetzt gerade noch, was wir für Möglichkeiten haben. Ja, ansonsten das Gas für den Grill haben wir. Rundrasen, Dünger und Rasensaat nochmal geholt. Wir brauchen nämlich für den Garten noch ein bisschen Saat, weil, Moment, hier wo wir das Klettergerüst ja eingebuddelt haben, da kommt jetzt zwar ein bisschen schon nach, aber wir brauchen da noch ein bisschen mehr, hier vorne auch. Ja, und dann hatte ich so Hängekübel geholt, sollen noch daran, da wollen wir noch ein paar Blümchen holen. Und eigentlich wollen wir hier vorne auch noch einen Kübel irgendwie haben, also mal gucken. Ich sitze schon wieder im Auto, ich fahre jetzt zum Einkaufen. Ich habe gedacht, ich muss direkt wieder los, bevor ich mich gleich gar nicht mehr motivieren kann. Ich fahre jetzt erst zu Rewe, will da einmal an der frischen Theke so Wurst- und Fleischsachen kaufen. Und dann fahre ich zu Kaufland, beziehungsweise gucke bei Rewe, glaube ich, auch noch an vegetarisch-veganen Sachen. Und fahre dann, glaube ich, noch zu Kaufland und hole da so den Rest an Obst, Gemüse, so Standard-Einkaufssachen. Ja. Ich mag nicht. Es wird einfach überall voll sein, glaube ich. Gesagt, ich kaufe morgen ein und die Basics. Mhm. Basics. Eis? Plombier, ne? Plombier? Ganz genau, Bueno auf vor allem. Oh mein Gott. Ein Lied mal Sugar. Weil ich glaube, das zweitschlimmste nach Einkaufen gehen selbst ist das Ausräumen, vor allem wenn man einen Großeinkauf gemacht hat. Ich schmeiß auch mal eben direkt das Eis ins Eisfach. Ansonsten habe ich alles bekommen. Was fürs Grillen morgen. Obst, Gemüse. Snacks. Heute Abend kommt nämlich noch eine Freundin vorbei zum Filmabend und wir essen immer unsere Ofenkäse. Das heißt, Ofenkäse musste noch sein. Baguette. Die Kinder lieben mittlerweile auch Ofenkäse. Von daher habe ich für die beiden einen kleinen mitgenommen. Und ja, so Knabberkram. Und ich habe heute nämlich auch noch was vor. Ich will eine Snack- bzw. Ja-Schublade für die Kinder machen. Und dafür habe ich auch noch einen. Julian hat schon gegessen, da muss mich jetzt auch gleich los zur Spätschicht und ich habe mir mein Essen jetzt nochmal warm gemacht, Salat dazu gemacht und mache jetzt erstmal hier Mittagspause. Und dann erzähle ich euch gleich noch von meinem Plan, was die Ja-Schublade bzw. Snack-Schublade für die Kinder angeht. Ich habe da echt nochmal einige Snacks auch gekauft, zeige ich euch dann gleich. Ja, eigentlich würde ich das gerne fertig machen, bevor ich die Kinder abhole. Erzähle ich euch gleich, wie gesagt, nochmal in Ruhe, was ich da genau vorhabe. Ich habe jetzt gerade aus der Garage nochmal so eine kleine Box geholt und so ein Trennelement, weil ich mich jetzt um diese Schublade kümmern möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob alles drauf war eben, weil der Akku auch ausgegangen ist. Also ich will für die Kinder eine Snack- bzw. Ja-Schublade machen, weil mich nervt es wirklich tierisch, dass es wird halt ständig nach Süßigkeiten gefragt. Wirklich, man kommt nach Hause, Mama, kann ich Süßigkeiten? Snacks, so gut, das ist das eine, aber auch ständig Süßigkeiten, Snacks, also eigentlich gleichermaßen. Und ich habe schon so lange darüber nachgedacht, ob ich so eine Schublade mal machen will.
Und ich habe gedacht, wir probieren es jetzt einfach aus, so für 2 Wochen. Mal gucken, wie das dann wird, weil ich glaube, die Anfangszeit wird, ja, spannend, sicherlich. Ja, mal gucken. Also im Endeffekt kriegen sie jetzt hier ihre eigene Snackschublade. Hier, ich habe diesen Kiste hier nochmal geholt und vielleicht packe ich das Trennelement auch nochmal rein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier noch kleiner unterteilen will. Muss ich mal gucken. Geschirrtücher kommen hier nämlich auch sowieso gleich noch neben. Ja, und im Endeffekt können sie dann jederzeit selber hier rangehen und sich an Snacks und Süßigkeiten bedienen. Die Regeln sind halt nicht vorm Frühstück, nicht nach dem Abendbrot, also würde es bei uns sowieso dann nicht geben. Und dass sie halt sich immer ein Teil zur Zeit nur rausnehmen dürfen. Und es wird halt dann einmal aufgefüllt die Woche und wenn leer ist, ist leer. Also wenn sie jetzt den ersten Tag jeder, weiß nicht, 3 Schokoriegel sich reinpfeifen, ja, dann ist halt leer. Oder wenn sie am ersten Tag alles leer essen. Ich muss jetzt mal gucken, was ich reinpacke. Ich habe hier ganz, ganz viel gerade liegen, aber ich werde nicht alles reinpacken. Jeder hat halt ein Glas mit ein paar Mau am drin. Diesen, wie heißen die denn? Tutti Frutti, nein, so heißen die nicht. Pico Balla. Und 3 so Knoppersbällchen, also mit Schokolade. Ich probiere es jetzt einfach aus. Ich kann es jetzt überhaupt nicht sagen. Ey, wenn die jetzt diese Schublade heute wegsnacken, dann bin ich schockiert. Aber gut, mehr als ausprobieren können wir es jetzt nicht, ne? Jeder hat hier noch einen Sticker aufgeklickt, damit es hoffentlich auch keinen Streit gibt. Wir werden es jetzt einfach ausprobieren und ich bin gespannt, was sie nachher sagen. Was jetzt noch mit in die Schublade kommt, sind so kleine Schüsseln. Ich glaube, das wird auch noch eine zusätzliche Regel, dass sie sich halt die Sachen in eine Schüssel abfüllen oder auf einen Teller packen. Weil, ja, wenn sie die Sachen schon alleine rausnehmen, dass sie da einfach ein bisschen drauf achten. Gucken, wo wir die hinstellen. Ich stelle jetzt erstmal hier oben drauf. Übrigens habe ich noch für jeden ein Kinder-Bueno reingepackt. Ich habe echt so überlegt, was sie so in einer Woche ungefähr an Süßigkeiten essen. Ich glaube, da kommt das jetzt hin mit den Sachen, die hier drin sind. Gut, wenn sie jetzt zusätzlich halt die ganzen Snacks weghauen. Ja, ihr seht, ich bin unentschlossen, aber wir werden es jetzt ausprobieren. Der Meermann. Wow. Und Gart. Ich habe damit die Lauf. Ich habe Yari schon erzählt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe jetzt die Snackschublade für euch gemacht. Und wo ist die? Zeig ich euch gleich. Yari hat die auch noch nicht gesehen. Oh, geil. Da ist so viel drin. Und hier sind noch Sticker drauf. Genau, das mit dem Dino ist Yaris Glas, das mit dem Koala ist Milas. Ist das gleiche drin, nur damit jeder weiß, was er schon genommen hat. Oh. Kurz was zu den Regeln. Die Schublade wird nicht vor dem Frühstück geöffnet und nicht nach dem Abendbrot. Und immer nur eine Sache zur Zeit rausnehmen. Man muss nur erst das. Okay, pass auf, immer nur eine Sache zur Zeit rein. Und es wird, wenn alle ist, ist alle, ne? Ich hab viel mehr los. Ich kann die auch was anderes, die Sachen sind jetzt nicht gekühlt, weiß ich nicht, ob du das jetzt trinken willst. Aber wenn alle, ist es alle. Das heißt, wenn ihr jetzt heute meint, ihr müsst alles wegfuttern, dann habt ihr die nächsten Tage nichts. Versteht ihr? Mhm. Okay, hast du verstanden, Yari? Mama, kommst du denn? Und bei den Sachen, hier bei denen, ne, da hat jeder natürlich einen. Ihr müsst so ein bisschen gucken, ne? Die Tüten müsst ihr euch teilen, ist klar. Aber zum Beispiel hier bei den Smarties hat jeder eine Rolle. Bei den Traubenzucker-Lollis hat jeder von jeder Sorte ein. Die Kinder haben sich Monopoly ausgesucht. Wollen wir das hier an dem kleinen Tisch machen? Ansonsten, ich hole mir eben Lappen, Mila, also auch für den kleinen Tisch. Lass uns den nochmal eben abwischen. Okay. Ich bin das Auto, Yari der Hund. So, was bist du nochmal? Die Katze, ne? Okay. Du kannst das Schwimmbad kaufen. Das will ich kaufen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Das wollte ich. Schon immer gewünscht? Ja, das wollte ich kaufen schon. Okay. Immer und dann habe ich das immer nie wollen. Das. Jetzt kann ich das endlich. Ich habe noch unten ganz viele. Guck. Ja. Aber ich will die alle auffüllen. Musst du entscheiden. Ich muss nur mehr
schnell wie möglich. Das ist ein Ring, eine Nacktlacke, die braucht unbedingt, was da, was, warum, die kann ich mir schlecken. Ich brauche unbedingt so viel Wasser, wie ich brauche. Okay, die Kinder sind jetzt alle gebadet, einmal frisch eingecremt und alles umgezogen. Ich will jetzt unten noch einmal eben schnell durchwischen, weil die da jetzt auch mit ihren Patschefüßen so durch sind. Und ich will gleich eigentlich noch Wäsche eben wegräumen, weil meine Freundin ja nachher kommt. Und dann, glaube ich, mache ich für die beiden schon mal Essen. Die wollten ja den Ofenkäse. Und dann bin ich froh, dass es so langsam Richtung Schlafenszeit geht. Weil die waren eben noch im Garten ordentlich aufgedreht, muss ich sagen. Aber da merkt man halt ein bisschen mehr Zucker als sonst, glaube ich. Weil die haben doch ordentlich zugelangt bei der Schublade. Jahre, glaube ich, noch viel mehr als Mila. Wir machen nachher mal, ich wollte sagen, Kassensturz. Wir gucken nachher mal rein, was weg ist und was noch da ist. Wir haben uns jetzt hier auch wieder mal einen Wischeimer und so einen Wischmopp geholt. Zum Nass durchwischen, weil vor allem Jürgen immer genervt war, mit dem Hühner den vorzubereiten und alles anzuschließen. Ich habe da mehr Routine drin gehabt, aber ja, deswegen jetzt fürs wirklich schnell durchwischen haben wir uns jetzt den wieder geholt. Und Nimbus und so finde ich auf jeden Fall auch noch mal super für ja, Nassreinigung. Aber zum Wischen werden wir wahrscheinlich jetzt immer den wieder nehmen. Ja, weil da muss man halt nichts wegräumen und so mit den Kindern. Geht mir das tatsächlich gerade auch einfach noch viel schneller. Mama, ich kann das easy flott. Was kannst du easy flott? Soll ich machen? Du willst den Boden wischen? Also, der Part muss erstmal. Ja, warte. So. Und dann musst du, fängst du hinten an. Okay. Ja, schon nicht schlecht. Super, ja. Hinten zur Tür auch noch. Klasse. Und jetzt wollen wir noch einen Blick hier in die Schublade werfen. So sieht's aus. Also trinken ist was weggegangen. Von den Lollis ist was weggegangen. Von den Smarties wurde was genascht, aber nicht alles. Da haben sie ein bisschen was drin gelassen. Hier von den Erdbeeren haben sie das geneckt. Das ist ja auch okay. Jari hat von denen auf jeden Fall auch welche probiert. Ein paar Brezeln wurden gesnackt. Ich glaube, es wurde fast von allen was gesnackt. Hier und die Gläser dabei. Oh, da waren sie beide auf jeden Fall auch bei. Aber haben beide was drin gelassen. Ich glaube, Mila, ja, wobei, ne, ungefähr ausgeglichen. Ja, achso, Kinderbuino hat jeder gegessen. Ja, ein bisschen haben sie schon, aber auf jeden Fall noch mehr drin, als ich erwartet habe, tatsächlich. Auch den Vlog an dieser Stelle für euch noch als Reminder. Hello Swalala, Hello Fresh Rabattcode. Guckt da unbedingt mal vorbei. Wie gesagt, einige von euch kennen das ganz sicherlich schon, aber wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt als Neukunde, könnt ihr da gerade echt sparen. Und ich finde es eine super coole, flexible Sache. Neue Rezepte ausprobieren, wirklich ganz bequem zu euch nach Hause geschickt zu bekommen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Alle Infos findet ihr nochmal in der Infobox. Und ansonsten sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.